Ach, Deutschland-Ticket wird teurer. Ich gucke dann immer gucken. Das kommt. So. Ah, jetzt kommt die Süddeutsche. Zum 1. Januar 25. 58. Ja, 1. Januar 25 steigt es auf 9 Euro. Ja, also 58 Euro. Ja, dann kündige ich den Scheiß auch. Ich nutze es auch gerade. Das ist eh Blödsinn. Wie man so wenig nutzt. Es war auch 64 Euro im Gespräch, dass es so viel kostet in Zukunft. Aber das haben wir nicht gemacht. Aber 58 ist auch zu viel. Aber erst am 1. Januar. Vorher könnte es noch los. Ah. 58 Euro, richtig. Früher hat die Scheiße 9 Euro gekostet. Das Ticket kostet 58 Euro und Schwarzwagen kostet 60 Euro. Also kannst du einfach schwarz fahren. Ich zahle 2 Euro mehr. Ich zahle 2 Euro mehr und fertig. Da kommt es gleich so.
Das Santa Cruz Urban Ride steht bevor. Willst du dich da mal versuchen? Mir hat's krass Spaß gemacht. Hallo. Das hier ist ein bisschen anders als die üblichen Abfahrtsrennen, denn wir begeben uns in städtische Gefilde. Du wirst durch die Straßen von Mammoth düsen. Hey, wir sind in der Republic und können tun, was wir wollen, oder? Die Schulstunde ist vorbei. Los geht's. Willkommen zur diesjährigen Ausgabe. Wenn ich mir dieses Abfahrtsrennen... Ja, das war eigentlich schon immer so ein... Also, mit den Leveln. Ja, das ist dieses Jahr brutal, oder? Viel zu übertrieben, scheiße. Ja, schon ein bisschen besser. Rush macht Spaß, ne? Aber ein bisschen verlieren noch, aber das macht schon noch mies Spaß. Lol. Wenn ich so ansehe, fällt mir nur eins ein. Wow. Einfach nur wow. Statt leben, statt beben. Um hier zu gewinnen, muss man die Kontrolle haben, aber gleichzeitig außer Kontrolle sein. Ich kann's kaum erwarten. Sieger muss das Goros machen. Ich hab's hier noch voll. Thank you.
sehr stark und sehr sauber ausgeführt, sage ich dir. Die Fahrt hat mich mächtig begeistert. Call me Commencer, told them for
voice of the youth presidential. Got no choice, I'm the truth from the center. Hit the nail on the head like a pincer. Around like a painter, I enter the place. Electric, I need a face. The people who have a place. It's a base. I trouble my words when I lace. This fire just shoot you in face. I'm truly amazing, shining when the lights come on. Yeah. Every time I get on the stage, it's when my lights are performed. Let's take the truth, can't stand.
weitermachen. Ah, das müssen wir schaffen. Jo, wir schaffen das. Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das. Was sind Mies verschickt? Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Andre, der Meister. Jo, wir schaffen. Bist du auch so ein Baumeister, hä? Miese Chance. Also, hast du auch immer so einen Bauhelm auf dem Kopf auf, wenn du es machst. So einen gelben, weißt du? Miese Chance. Ajo, einen reinen sehe ich Kippe als Helm. Ajo, es ist mies verschickt. Ist es noch viel schöner. Danke fürs Einschalten. Ajo. Ja, und wenn du keinen hast, in der Küche. So, dass man das ja. Na, jetzt kommt Batista. Ah, das ist auch nicht so schick. Nicht so gut wie Batista, aber auch wunderbar. Ah jo, wenn du schrat noch Zeit hast. Oh, na, keine Ahnung. Hast du das schon gemacht, ne? Ja, Tag ist. Okay.
Hat sie ein paar Spiele oder was? Anfang der Woche im Goldverstand, ja. Hast du heute schon die Tagesaufgabe gemacht oder nur gestern? Naja, passt schon. Ist ja jetzt nur noch Vorschläge angezeigt. Je nach Situation. Das dauert sich jetzt mal. Dass man sich dran gewöhnt hat, 2 Jahre lang, so wie es vorher war. Dass man sich dran gewöhnt hat.
Adressin in der Haus. Na sicher. Ich hab das ja auch schon mal gemacht, weil es nichts, manchmal ist ganz viel. Ja, vielleicht. Cyber Monday oder war das schon? Am Samstag in einer Woche. Am 5. Oktober. Große Neuigkeiten! Das extremste Abfahrtsrennen der Welt kommt in die Republic. Das Red Bull Hotline! Ja. Kommt dann schon um 0 Uhr, anstatt um 1. Ja, das machen sie sonst sonst. Hardline ist was Besonderes. Bei diesem Abfahrtsrennen gilt das Gesetz des Dschungels. Extremer geht's nicht. Du brauchst die volle Kontrolle über Tempo und Fahrtrichtung, um die engen Wege durch einen Wald voller spektakulärer Drops zu meistern. Wie gesagt, das erfordert Talent, aber das hast du ja säckeweise. Bereit? Das Hard im Namen ist Programm. Dieses Event ist nichts für schwache Nerven. Nur die Besten und Mutigsten kommen hierher. Es geht nicht darum, gegen die anderen Athleten anzutreten. Der Gegner ist die Strecke selbst. Sie vereint eine technisch schwierige Abfahrt mit riesigen Sprüngen.
aber nur aus Mario. Ja, der sieht ja sehr komisch aus, da der Haare, der hat Haare, der hat schwarze Haare. Oder ist einfach nur ein Fehler von EA. Ach so, ja. Genau. Ja, der konnte ich nicht. Das war er nicht. Scheiß drauf. Und dann hat der Jake, wie sieht denn der aus? Und dann geht's. Das war ein sensationelles Rennen. Mann, ich liebe es, wenn Leute sich auf zwei Rädern so richtig ausdrücken können. Und genau das braucht es für das Rider Switch Invitational. Echt mal. Aber auch nur diese 5 Tage Leihe wie bei Griezmann, also bald sind die bei mir weg. Doch noch, aber nur noch bis diese 5 Tage abgelaufen sind. Das sind 5 Tagesleihe. Nee, nicht viele 5 Tage, das waren 5 Tagesleihe. Nee, das habe ich bekommen. Das war so ein Schock. Von EA halt. Weil es halt vom 20. August 20. Das war dann glaube ich mit dabei, glaube ich. Wusste ich auch nicht von mir. Und da habe ich die 5 Tage lang und danach kann ich die halt nicht mehr usen. Wenn du bei Division Rivals diese 15 Punkte voll hast,
Da steht da auch, du kriegst dann. Wartest da. Ich glaube schon, da kriegst du auch einen Spieler 85 plus für 4 Tage. Das ist dann auch so gleich Spieler für 4 Tage. Das haben die, glaube ich, neu eingeführt mit den Tagesleihen. Wenn du den Verein hast, also wenn du den im Team reinstellst. Wenn du mit denen gespielt hast. Das ist praktisch so eine Uhr, die so langsam abläuft. Also so eine blaue Uhr wie bei den Leihspielern, wo die Zahl halt steht, ist halt da so eine Uhr. Wenn du 15 Punkte hast, dann kriegst du am Donnerstag. Kannst du halt auswählen, was du im Spiel bauen willst für 4 Tage. Ja, da kann man alles.
Schallmauer mit Point Radio. Ich bin eure Moderatorin, Christy Q. Vibe like
Ziellinie kommt immer näher und das Boss-Event steht vor der Tür. Mach dich bereit dafür. So we pour more liquor, and you don't want smoke, you don't want no swisher, 'cause you don't want.